In diesem Video nehmen wir euch 2 Tage in unseren Alltag mit und vor allem nehmen wir euch mit hinter die Kulissen als Influencer. Wie ist es eigentlich in diesem Job? Und ja, wollte ich ein bisschen einfach durch den Alltag mitnehmen. Genau, wir wollen die Vor- und Nachteile klären, wir wollen über unsere Ängste und Wünsche und unsere Hoffnungen sprechen. Und ja, einfach auch mal gucken, was für Vorurteile gibt es denn Influencern gegenüber und was stimmt denn davon wirklich? Ja, wir haben euch bei YouTube und Instagram gefragt, was für ein Video ihr euch als nächstes wünscht. Und das war euer Wunsch und genau aus dem Grund machen wir dieses Video auch. Ja, wer uns noch nicht kennt, wir sind Melinda und David. Wir leben seit 2,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten Camper. Leben und Job geht hier halt eins in eins über. Also lässt sich das natürlich nicht vermeiden, euch auch in unseren Alltag als Vanlifer mitzunehmen. Ja, und wir stehen hier am Hafen seit 2 Tagen und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn wir sind nicht nur Influencer, sondern auch Content Creator. Das heißt, wir schreiben Bücher, machen einen Podcast und noch viele andere Sachen. Und heute sind wir hier am Hafen, weil da drüben stehen unsere Freunde auf ihrem Boot und mit denen nehmen wir gleich einen Podcast zusammen auf. Wir werden gleich abgeholt. Also würde ich sagen, ziehen wir uns die Gummistiefel an, denn gleich geht's aufs Wasser. Ja, kurze Planänderung. Und zwar fahren wir nicht rüber aufs Boot, sondern Elena und Ben sind hier bei uns. Es ist zu windig, um auf dem Boot aufzunehmen, zumindest für den Podcast. Und deswegen setzen wir uns gleich zusammen rüber in den Van. Ja, das hier sind auch 2 sehr liebe Freunde von uns. Und die machen Instagram und auch YouTube, auch Podcast. Schaut bei denen gerne mal vorbei. Ich schreibe euch das alles hier hin, wie ihr die 2 findet. Die haben auch einen Van, da drüben das Boot, was ihr vorhin gesehen habt. Alles, was man braucht. Ja, und so ist unser Tag zum Beispiel auch. Ja, wir produzieren jetzt hier einen Podcast und die 2 machen auch ein Reel darüber, wie das Ganze denn eigentlich so abläuft. Ne? So. Auf geht's. Let's go. Elena, hey, Gevlin. Lass immer an, ja? Die lässt die ganze Zeit laufen. Ja, die läuft jetzt halt die ganze Zeit. Ja. Tomatenmark. Ich habe teilweise für 20 Minuten Video, habe ich teilweise 3 Stunden Material, 3,5. Du bist ja auch einfach... Ja, dann wundert er sich, dass er 8 Stunden. Ja. Gestern habe ich nur 5 Stunden geschnitten. Nur wer mag der Tomatenmark mag, mag der Tomatenmark nicht mag, mag. Heißt noch lange nicht, dass mag der Tomatenmark nicht mag, mag der Tomatenmark mag, mag. Wow. Ging so. Ey, da ist ein riesen Fleck auf der Kamera. Ja, den habe ich extra drauf gemacht. Nur weil ein Fleck, der den Fleck hinter dem Fleck, Fleck hinter dem Fleck. Es ist nicht, dass er wegfleckt. Ich habe gestern gehört, es ist gut, weniger Stories zu machen, weil Instagram will jetzt Werbung schalten. Wenn du 20 Snippets machst, kann Instagram dazwischen keine Werbung schalten. Wenn du aber nur 3 Snippets machst, wirst du zum Beispiel viel eher mal angezeigt, weil nach den 3 Snippets kommt Werbung. Das zu dem, warum weniger Snippets gerade wohl besser ist. Mehr Zuschauer. Weil wenn du 20 hast, dann denkt sich Instagram, boah, wenn jemand diese 20 guckt, dann hat er eigentlich schon genug, geht dann oft aus der Story, aus Instagram raus oder sowas. Und deswegen ist es wohl jetzt angenehmer, nur 3, 4 Snippets zu machen. Weil dann gucken sich die Leute eure Stories mit 3, 4 Snippets an, unsere, dann kommt Werbung. Dann wieder eine andere mit 3, 4 Snippets, so. Aber wenn du irgendwie so 2 Accounts hast, die so 10, 20, 30 Snippets machen, wie teilweise Salt and Pepper, Chillalin, dann hätten die Leute dann gesättigt. So, das dauert ja auch eine Zeit lang, 10 Snippets. Wo hast du das her? Gestern irgendwo in einer Story gelesen. Weiß ich gerade gar nicht. Krass, macht voll Sinn. Die abonnieren einfach. Wie viel habt ihr jetzt? 11.500. Und wir haben durch dieses Video 2 Abonnenten verloren. Nein, ich meinte Aufrufe nach 24 Stunden. Nach 24 Stunden haben wir nach 4 Stunden 260 Aufrufe. Oh. Ja, richtig übel. Oh ja, oh, ätzend. Toll, ne? Boah, wir hatten das irgendwie auch so eins, wo du denkst, so guckst du drauf, so, spinnen die? Ja, das war ja schon ein richtig schönes Intro. Also eher so die Richtung. Also es ist natürlich jetzt auch nicht Sinn, den ganzen Podcast hier in diesem einen Video zu zeigen. Deswegen könnt ihr den dann hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ja, wir machen hier mal weiter, weil es ist ganz schön spannend und macht richtig viel Spaß mit den beiden Boatlifern. Aua. Über das Leben und Reisen zu reden. Wie sie sich auch selber übrigens immer nennen. Podcast haben wir aufgenommen. Das hat ziemlich lange gedauert, weil waren wir zu viert. Und wir hatten 4 Mikrofone. Die Mikrofone mussten irgendwie auch alle eingesteckt werden. Gott sei Dank kennt sich Ben da ziemlich gut aus. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg, was zu essen. Weil ja, nach der Arbeit hat man natürlich auch ein bisschen Hunger. Und eigentlich hatten wir heute noch ganz andere Sachen geplant. Aber jetzt ist es schon 4 Uhr. Und ja, 4 Stunden haben wir jetzt Podcast aufgenommen. Daraus werden dann 2 Folgen. Ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und dann müssen wir noch weiterarbeiten, denn es steht noch einiges an heute.
Boah, hier hat irgendwie alles geschlossen heute. Also, der Tag ist überhaupt nicht so verlaufen, wie er geplant war. Es wurde viel zu wenig an einer Stelle gearbeitet, aber dafür auch mehr an einer anderen Stelle, was sehr schön war. Ja, ich glaube, das war die längste Mittagspause, die ich jemals hatte. Ja, wir haben dann natürlich die Pizza gegessen und uns danach noch mega lange unterhalten. Deswegen, ja, gab es heute nicht so viel arbeitstechnisch zu sehen, aber ich glaube, das ist ziemlich genau so, wie unsere Tage eigentlich auch ablaufen. Also nicht so mit der Mittagspause, sondern eher, dass es halt so ungeplant ist. Die Vorteile sind, dass man halt wirklich seinen Job überall mitnehmen kann, dass man Hobby und Job verbinden kann, weil Reisen ist unser Hobby und ja, von da aus können wir arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir unseren Job von zu Hause mitgenommen haben und es hier quasi wie Homeoffice machen, sondern wir berichten halt über unser Leben. Viel Privatsphäre wird natürlich auch geteilt. Kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil nehmen. Man entscheidet ja trotzdem selbst, wie man das halt macht. Aber es ist irgendwie auch schön, Leute mitzunehmen, Leute zu inspirieren vor allen Dingen. Es ist eine Freude, wenn wir Nachrichten bekommen, dass die Leute uns gerne zugucken und dass wir Hoffnung geben oder dass sie einfach vielleicht mal gerade im grauen Deutschland sitzen und sich erfreuen halt ein bisschen uns zu verfolgen, was wir machen. Ja. Die so ein bisschen ins Träumen zu bringen. Genau, und das ist halt schön, auch wenn natürlich hier nicht immer alles positiv ist. Natürlich gibt es auch negative Sachen, aber auch sehr viel Positives und das ist halt irgendwie auch schön, dass man das halt teilen kann und die Leute mitnehmen kann. Wir sehen uns ja als ja, beziehungsweise eher als Digital-Creator, als Content-Creator, mehr als Influencer. Ich finde Influencer so aber dieser Oberbegriff, deswegen steht es auch im Titel drin. Ja, im Endeffekt erstellen wir Content, also Videos und Fotos und Blogartikel und auch demnächst, also wir erstellen den Podcast schon, aber den gibt es dann auch demnächst zu hören und wir schreiben auch Bücher über Vanlife und auch über unser zweites Lieblingsthema Kaffee. Hätte ich mir vor Jahren nie gedacht, nie zu träumen gewagt, dass wir überhaupt mal diesen Schritt machen in so eine komplette Selbstständigkeit. Also wir sind ja jetzt vielleicht anders selbstständig wie jemand, der ein eigenes Autohaus hat, aber der verkauft ja nicht seine eigenen Autos. Mhm. So, aber wir verkaufen ja unser eigenes Produkt und zwar sind wir ja mehr oder weniger das Produkt. Beziehungsweise es ist in uns drinne, in unserer Erfahrung, in unserem Wissen. Ja, mittlerweile ist es 8.30 Uhr. Wir sind aus dem Van und haben jetzt den Tag schön besprochen. Es war so, dass wir jetzt heute Morgen besprochen haben, dass wir aus dem Video 2 Tage mit uns, 3 Tage mit uns machen, weil richtig viel Arbeit gestern liegen geblieben ist, aber ist gar kein Problem, wir können uns ja die Zeit so ein bisschen frei einteilen. Es war auch richtig schön mit Elena und Ben gestern, würde ich nicht missen wollen, aber ja, dadurch machen wir halt einfach einen Tag mehr, damit ihr halt auch wirklich einen Einblick in unsere Arbeit bekommt. Ich habe heute auch noch eine Deadline, ich muss noch eine Kooperation drehen, beziehungsweise wir müssen das machen. Und zwar nehme ich euch da so gut es geht mit in den Prozess, in das Skripten, in das Schneiden, in das Drehen, ja, und dann auch für die Freigabe. Da gucke ich, dass ich euch da bei allen Dingen so gut es geht mitnehme und dann fallen auch noch richtig viele andere Dinge an, die gestern hätten gemacht werden müssen, aber die machen wir dann heute und morgen. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal mit Nusa spazieren. Bei Olive Oil? Ja, sure. Ja? Yeah? Na, wollt ihr zwei auch noch mal probieren? Ja. Ja. Ist lecker, das Olivenöl. So, jetzt haben wir reines Bio-Olivenöl aus dem letzten Winter. Für 1 Liter? Für 9 Euro, aber ich habe den 10 Euro jetzt gegeben. Wow. Cool, oder? Eigentlich 9, ne? Schon cool. Es hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert als gedacht. Insgesamt eine halbe Stunde. Ist halt alles ein bisschen anders hier im Süden. Aber ist halt so. Ja, ist halt so. Es ist 12.20 Uhr und wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen. Also ich merke schon, es gibt so
sowieso sehr, sehr viel zu erzählen. Ja. Ja, und wir freuen uns, dass ihr Lust habt, dass wir da nochmal, ja, bis Jahresende, sage ich jetzt einfach, das ist ja auch gar nicht mehr so lange, da nochmal über euch berichten. Genau. Und dann können wir das einfach so machen. Da freuen wir uns. Ja, super, da freue ich mich sehr drauf. Was steht jetzt noch die Woche an bei euch? Wir haben jetzt hier eine Kooperationsanfrage bekommen von einer Sprachlern-App. Mhm. Meinst du, wäre was für uns? Ja, finde ich cool. Wenn die auch mal Griechisch haben, weil die meisten haben ja keinen. Ja, das stimmt. Griechisch. Guck dir nochmal den Instagram-Kanal an, wie die da aufgebaut sind und dann würde ich... Wie heißen die? Das war so cool. Oh Mann, ey. Was für ein Kabelsalat. Ja, ne? Ja. Das kann ich auch nochmal schreiben, so klein. Was für ein Kabelsalat. Dass wir gerne mal die App testen würden und die uns ja schon mal ihre Ideen zu einer möglichen Kooperation mitteilen können. Mhm. Um ein Angebot zu machen, müssten wir zum Beispiel Folgendes wissen. Umfang der Kooperation, mögliches Datum, welche Art, Story, Reel oder Feedpost. Ist okay? Ja. Super. Perfekt. Ja, ich habe mich jetzt mal hier nach vorne verzogen, weil Melli ja hinten am Kochen ist und ich jetzt ein bisschen Ruhe brauche und mich konzentrieren muss. Nach den ganzen E-Mails und Anrufen, die wir heute erledigt haben, kümmere ich mich darum, ein Skript zu schreiben, und zwar für eine Kooperation, die, wenn ich das gut mache, in diesem Video auch noch stattfinden wird. Und zwar geht es um diese Kopfhörer, aber ja, dazu vielleicht später mehr. Die Vorgehensweise ist so, dass wir ein Skript schreiben, oder ich schreibe ein Skript für YouTube, Melli macht das bei Instagram für sich dann, und wir haben dann ein paar Infos von dem Unternehmen bzw. von der Agentur, was erwähnt werden sollte, um was es in dieser Kooperation geht, und kriegen da auch einen Link, einen Rabattcode, alles zugeschickt, und ich mache mir jetzt ein Skript für diese 120 Sekunden, die diese Integration lang sein soll, und werde da halt einfach mir überlegen, wann ist das Licht gut, was für Szenen möchte ich zeigen, was für B-Rolls, also Aufnahmen, wo ich jetzt nicht rede, aber man meine Stimme hört, aber man sieht nicht, dass ich rede, am Strand, beim Laufen, beim Joggen oder was weiß ich was. Das muss ich mir jetzt halt alles mal überlegen, was ich da zeigen möchte und wie ich das zeigen möchte. Und ja, da mache ich mir jetzt ein bisschen Musik an und setze mich hier vorne hin und werde halt das Skript einfach schreiben. Wenn das dann fertig ist und dann auch abgedreht ist, da werdet ihr das hier sehen. Da kann ich euch jetzt leider nicht mitnehmen, weil ich brauche ja die Kamera, um das zu drehen. Und ich habe keine zweite Kamera, um mich zu filmen, wie ich etwas filme. Wäre auch ein bisschen viel Aufwand. Aber ihr werdet das dann hoffentlich sehen. Und wenn ich das dann gefilmt habe, schneide ich das zusammen. Das mache ich dann heute im Laufe des Abends und werde dann das einsenden an die Agentur. Und die Agentur guckt, passt alles? Sind die Vorgaben erfüllt? Steht da Werbung? Sind da die Hashtags benutzt? Ja, ist das Produkt auch ansehnlich dargestellt worden? Dann kriege ich eine Freigabe und darf das quasi in diesem Video benutzen. Falls das nicht der Fall sein sollte, was bis jetzt noch nicht passiert ist, Gott sei Dank, müssten wir 1, 2, 3 Szenen nochmal neu drehen und dann wird es vielleicht im nächsten Video halt online gestellt werden. Ja. So, das Skript haben wir geschrieben und wir drehen jetzt den Content zusammen. Und wenn ich die Freigabe bekomme oder wenn wir die Freigabe bekommen, dann seht ihr an dieser Stelle die Integration von Soundcore. Als Digital Creator ist es uns besonders wichtig, unsere Arbeit in einer guten Qualität abzuliefern und euch als Zuschauer und unsere Kunden glücklich zu machen. Dadurch, dass wir aber an verschiedenen Orten unsere Videos schneiden, kann die Umgebung manchmal mega laut sein und mir persönlich fällt es super schwer, konzentriert zu bleiben, wenn alle paar Minuten ein Auto hupt, Fußgänger am Van vorbeilaufen oder ich durch andere Störgeräusche, starkes Wellenrauschen zum Beispiel, von meiner Arbeit abgehalten werde. Aber seit ich vor ein paar Monaten die Kopfhörer von Soundcore bei Anker gefunden habe, ist das alles gar kein Problem mehr. Dank integrierten Noise Cancelling, also der aktiven Geräuschunterdrückung, kann ich mich mega gut auf meine Projekte konzentrieren. Die Kopfhörer reduzieren mit einem führenden aktiven Geräuschreduzierungssystem Lärm um bis zu 36 Dezibel. Man kann aber auch einfach nur gute Musik hören. Guter und klarer Sound und ein satter Bass sind ebenfalls garantiert. Dank adaptiver ANC, die in Echtzeitberechnung die Umgebungsgeräusche unterdrückt, macht Zugfahren oder Arbeiten in lauten Umgebungen einfach mehr Spaß. Es ist wie HD für deine Ohren, Sound in Studioqualität. Dank 40mm Treiber mit hoher Empfindlichkeit und Hi-Res Funkzertifizierung ist Musik oder Podcast hören ein eigentlich endloser Genuss. Bis der Akku leer ist. Ist der Akku dann doch mal leer, können die Kopfhörer dank der Schnellladefunktion in 5 Minuten aufgeladen werden und der Akku hält dann 4 Stunden. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit über 50 Stunden angegeben. Das sind die Herstellerangaben. Ja, ich habe aber die Kopfhörer auch schon täglich über 2 Wochen lang in Gebrauch gehabt
ohne einmal laden zu müssen. Durch das Floating Axis Design lassen sich die Ohrmuscheln um 8 Grad in beide Richtungen drehen und passen sich so mühelos an jeden Kopf an. Für einen optimalen Sitz. Durch den aktuellen Black Friday Deal könnt ihr euch diese Kopfhörer zu einem Bombenpreis sichern und euch oder jemand anderem ein kleines Vorweihnachtsgeschenk machen. Schaut gerne unten in der Videobox nach und sichert euch diese coolen Kopfhörer oder gleich die Liberty 4NC, die aktuell für kurze Zeit reduziert sind. Ja, wir sind fertig mit der Integration. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sind hier aber noch nicht fertig mit der Arbeit, denn das Licht ist so schön und wir haben schon richtig lange keine Fotos mehr für Instagram und auch keine Videos im Hochformat, also für Reels, Shorts zum Beispiel gemacht, und deswegen nutzen wir jetzt nochmal die nächste halbe Stunde die gute Beleuchtung, das schöne Licht aus und ja, machen dann nochmal ein paar Fotos. Das Ergebnis seht ihr dann gleich im Anschluss. Und ja, wir arbeiten aber generell beide zusammen. Ich filme mich halt nur öfter dabei. Also Melli hat heute auch zum Beispiel für Instagram einiges gemacht und hinten dran auch schon Abendessen vorbereitet und hat sich, während ich hier am Arbeiten war, auch viel um Nusa gekümmert, denn da müssen wir uns auch immer ein bisschen aufteilen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es noch vor einem Jahr war, wo wir beide einfach nur für uns waren, sondern der Hund muss ja auch ein bisschen bespaßt werden und muss auch mal Gassi gehen. Zeig mal deine Inspiration. Dass man das so aus dem Fenster raus fotografiert. Okay. Können ja mal gucken, ob das... Also brauchen wir Stativ, ne? Ja. Ja, dann stell dich mal auf. So, die Sonne geht unter. Und ja, der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben heute richtig viel gearbeitet. Obwohl wir spät angefangen haben, haben wir Gott sei Dank viel geschafft. Waren richtig effektiv heute. Das macht mich richtig glücklich. Und wir genießen jetzt den schönen Sonnenuntergang. Melli hat da hinten schon was im Van für uns gekocht. Und dann machen wir so einen halben Feierabend. Aber später, wenn es dann dunkel ist, müssen wir uns auch noch mal ein bisschen an die Videobearbeitung und Fotobearbeitung setzen. Melli hat gerade mit mir das Fotoshooting gehabt und Melli muss dann sicherlich noch mal 300, 400 Bilder durchgucken und davon gibt es dann 3, 4, 5, 6 schöne. Und ich muss mich quasi noch ein bisschen an den Videoschnitt setzen, damit dann nicht alles irgendwie auf einmal kommt, und ja, ich teile mir das meistens ein bisschen auf. Aber es ist halt natürlich auch sehr anstrengend, weil man immer sehr oft im Mittelpunkt steht. Man filmt sich immer selbst, man ist immer selbst für alles verantwortlich. Wir sind Regisseure, Autoren, Darsteller, Cutter, Color Grader, Autofahrer, Gärtner. Alles, was man sonst noch im Privaten auch so macht. Wir müssen ja auch einkaufen, Wasser auffüllen. Und man fühlt sich irgendwie doch auch gezwungen, jeden Tag kreativ zu sein, jeden Tag den Leuten irgendwas zu bieten, dass sie natürlich auch zugucken. Und das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein. Das ist dann halt so ein bisschen, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen zum Nachteil kommen, halt immer präsent zu sein und halt immer auch diesen Druck sich zu machen, natürlich abzuliefern, ne? Irgendwie was Spannendes, irgendwie, aber nicht jeden Tag ist unser Tag spannend, und dann ist es immer schwer, manchmal halt diese Inhalte zu füllen, finde ich. Es gibt halt einfach Tage, da bin ich halt unkreativ oder vielleicht auch einfach nicht so gut drauf, und dann will ich mich am liebsten natürlich zurückziehen und habe ich auch gar keine Lust, Stories zu machen. Aber wiederum, wenn man halt zu oft sich dann rauszieht und einfach nichts zeigt, dann nimmt der Algorithmus bei Instagram oder YouTube es einen übel, weil man sich nicht so oft blicken lässt, und dann wird man halt nicht abgespielt, und dann wird man mehreren Menschen nicht abgespielt, und somit sinkt unsere Reichweite, und das beschäftigt uns natürlich dann auch. Sehr gelogen, wenn wir sagen würden, es ist uns egal, ne? Sondern natürlich... wie jeder Selbstständiger, der jetzt irgendwie auch, ich sag jetzt mal, bei uns ein Café hätte und dann halt die Gäste ausbleiben, ja gut, dann ist für uns natürlich auch blöd, weil dann verdienen wir ja auch kein Geld sozusagen. Und da mit diesen Gästen oder mit diesen Leuten, die uns zuschauen, verdienen wir halt auch unser Geld, weil das wollen die Firmen ja auch sehen, wenn wir auch quasi halt einen Job annehmen, ne, eine Kooperation, wie viele Zuschauer wir haben, wie viele kommen aus Deutschland, und da entsteht natürlich auch ein Preis, was wir dann dafür letztendlich bezahlt bekommen. Mir geht es auch voll oft so, dass ich manchmal gar nicht sicher bin, ob der Content, den wir abliefern, ob der überhaupt bei der Zielgruppe, bei den Zuschauern überhaupt gut ankommt. Normalerweise, wenn man jetzt im Urlaub wäre, wäre man hier angekommen, hätte ein Handtuch ausgebreitet und wäre ins Wasser reingerannt, hätte danach ein Buch gelesen, ein Bierchen getrunken oder sonst irgendwas und den Tag genossen. Wir sind ja hier gestern angekommen und wir waren nicht im Wasser drin. Wir haben uns zwar hier vorm Van geduscht, aber wir waren nicht im Wasser drin, ne, und haben halt keinen Urlaub gemacht. Und das, diese räumliche Trennung, die wir so... Mir ist es jetzt schon ein bisschen zu kalt, ich weiß nicht, ob ich ins Wasser gehen würde. Ja, ich würde auf jeden Fall gehen. Aber diese räumliche Trennung, die haben wir halt nicht so, ne? Du kommst eigentlich von der Arbeit nach Hause, hast dein Zuhause und lässt deine Arbeit hinter dir.
oder fährst dann halt auch in den Urlaub und nimmst dein Zuhause nicht mit und deine Arbeit nicht mit. Unser YouTube-Video von das gestern online gekommen ist, das ja, performt jetzt nicht so gut. Das hat gerade mal 1000 Aufrufe. Normalerweise hätte es, ja, ich guck gerade mal, zwischen 2.000 und 4.000 Aufrufen. Also werde ich da mal das Thumbnail und den Titel ein bisschen anpassen. Vielleicht ist es ja dann auch ein bisschen interessanter drauf zu klicken, denn YouTube empfiehlt da einfach ja, ein bisschen Optimierung am Video zu machen. Manchmal hilft's. Manchmal halt auch nicht. Aber da muss man immer dranbleiben und die ersten 24, 48 Stunden sind da ganz wichtig. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen, wie das Video performt und es ist halt auf Platz 10 von 10. Ja. Und die anderen Videos, die liefen halt schon besser, wobei ja, die letzten Videos aus Korfu generell nicht so gut gelaufen sind. Aber vielleicht interessiert das halt auch einfach nicht so viele Leute. Aber ich glaube, das ist der vom Verlag. Mhm. Ist kurz Zeit? Ja. Okay. Geh mal ran. Hallo. Hi. Ja, habe ich schon bekommen. Die Cover fürs Buch, ja. Ja, können wir uns gerne mal angucken zusammen. Wir haben hier eine E-Mail bekommen von Ignati. Mhm. Dein Content, den du hochgeladen hast zur Freigabe, ist freigegeben. Cool. Aber du sollst bitte dran denken, den am Dienstag um 10 Uhr deutsche Zeit hochzuladen. Also 11 Uhr hier. 11 Uhr hier, ja. Möchtest du dir da gleich mal einen Termin, setzen? Vielleicht so eine Viertelstunde vorher? Und ich habe gesehen, bei dem Content, den du hochgeladen hast, zur Freigabe, ist noch nicht Werbung eingezahlt. Also hast du noch nicht reingeschrieben. Nee, ich habe noch gar nichts reingeschrieben. Genau, dass du dran denkst, dann ja, noch ja. Werbung hinzuschreiben und die Hashtags. Ja, ja klar, das mache ich alles noch hinterher. Ja, ja, okay. Ich hatte ja nur den Text geschrieben. Stimmt. Und falls die irgendwelche Emojis haben, die auch noch vielleicht hinzuzufügen. Habe ich im okay. Hast du den Text gehabt, ne? In den Text ja. reingemacht. Ja, super. Jetzt am, warte, check, morgen check. Schon? Ja, morgen. Morgen, ne? Morgen, ja, am 21. Ja. Stimmt, morgen ist schon der 21. Ja, so eine Angst hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, so diese Freiheit aufzugeben. Wir wissen ja auch nicht, was uns dann erwartet und man hat ja auch gewisse finanzielle Verpflichtungen. Und jetzt gerade ist es so, dass wir finanziell 0 auf 0 mehr oder weniger sind. Vielleicht gehen wir mit einem leichten Plus oder einem leichten Minus raus aus diesem Jahr, das müssen wir noch sehen. Aber große Sprünge können wir da nicht machen. Das ist natürlich auch so diese Angst, einmal, dass es hier das, was wir machen, sich finanziell nicht lohnt. Manchmal auch so Angst, was machen wir da eigentlich, verschwenden wir unsere Zeit. Also das ist eher selten der Fall, aber klar gibt es auch mal Tage im Monat oder Stunden im Monat, würde ich mal eher sagen, wo man auch mal so ein bisschen so eine Phase hat, wo man sich ein bisschen lost fühlt, wo wir uns ein bisschen lost fühlen, wo wir gar nicht wissen, wofür machen wir das eigentlich? Hat das einen Sinn, was wir hier machen? Ist das Lebensverschwendung? Wir gucken in 50 Jahren darauf zurück und sagen, ja, da hast du 3 Jahre deines Lebens in die Tonne gehauen und ordentlich viel Geld verkloppt. Nein, das haben wir nicht. Das glaube ich nicht. Aber klar hat man manchmal, oder ich habe das ganz selten, aber ich habe das manchmal, muss ich ehrlich zugeben, dass ich manchmal so denke, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist halt eine Lebenserfahrung und die will ich auch gar nicht missen in meinem Leben. Und warum erzählen wir euch das einfach, dass man halt beide Seiten auch sieht, weil viele denken, wow, das ist der Traumjob hinweg und manche denken, mein Gott, das würde ich niemals machen. Und es gibt beide Seiten und ich glaube, das konnten wir hiermit auch so ein bisschen ganz gut darstellen. Ja, ich hoffe doch, dass es gut rübergekommen ist. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Uns würde auf jeden Fall eure Meinung zu dem Thema sehr brennend interessieren. Wir können uns gerne in den Kommentaren dazu austauschen. Was habt ihr über Influencer gedacht oder was denkt ihr jetzt über Influencer? Ja, schreibt es einfach gerne in die Kommentare und wir können uns ist da gerne weiter unterhalten. Ist es noch so ein Influencer ist ja immer früher so ein so nicht so guter Begriff gewesen. Ich glaube, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, weil früher Influencer, weil die machen ja nur Werbung für irgendeinen Scheiß. Wir wählen schon unsere Werbungs- oder unsere Kooperationspartner genau aus, was uns auch wirklich gefällt. Wir testen die Produkte. Und das finde ich ist auch cool, dass halt gerade dieses Influencer, dieses persönlichere Influencer, wenn man Leuten beim Reisen zuschaut und man hat ja dann irgendwie auch eine Verbindung zu uns. Ne? Es gibt
welche, die uns auf Instagram jeden Tag schreiben. Man hat dann irgendwie so wie eine Freundschaft entwickelt. Und dann ist es halt voll schön. Und ich glaube, die Person, wenn ich dann denen irgendwas empfehle, dass sie dann nicht denkt, so, Melli, die macht Werbung für irgendeine Scheiße. Was ist mit der Alten los? Sondern die denkt sich, ah, cool, okay, brauche ich vielleicht nicht oder brauche ich, aber der vertraue ich halt. Und das will ich auch, dass natürlich unsere Zuschauer uns glauben, wenn wir halt ein Produkt empfehlen, dass das nicht irgendein Schrott ist und dass wir das nur wegen Geld machen, weil dann hätten wir wirklich keine Geldprobleme, weil es gibt genug Sachen, die wir anwerben könnten. Aber das machen wir bewusst nicht. Genau, weil Vertrauen wird langsam aufgebaut, aber auch schnell zerstört. Und wir selbst wollen ja auch anderen Leuten vertrauen. Deswegen sind wir da schon sehr, sehr vorsichtig und sagen die meisten Kooperationen ab. Hey. Nowadays the pain follow me. Deal with trauma privately. Hast du schon alles vorbereitet für den Upload? Mehr oder weniger. Aber die Uhr hast du im Blick, oder? Schaffst du das noch pünktlich? Ja, ich muss mir gleich mal ein bisschen helfen, um mal drüber zu gucken. Mhm. Und nichts vergesse. Und willst du das willst du das als erste Story machen oder hast du schon was? Ich habe schon ein Bild reingemacht. Ich bin heute Morgen Drohne geflogen. Soll ich da auch noch irgendwas reinmachen, so ein schönes Bild? Ja, das kann ich auch noch machen. Ich habe sogar ein Video gemacht. Mhm. Ich habe das Foto gemacht. In diesem Schrottauto. Ah, das ist cool. Guck, und vielleicht gefällt dir irgendwie so ein Foto. Sowas hier zum Beispiel. Mhm. Oder sowas. Ja, dann schreib nur 20, dann halt ich ein Briefing. Guck, im Briefing steht das ja auch hier. Tab. Okay, es ist online. Jetzt bin ich erleichtert. Das ist immer, immer echt aufregend, weil man will nichts vergessen, man will alles richtig machen, man will den Kunden glücklich machen und das ist für mich immer aufregend, obwohl wir das schon echt ein paar Mal gemacht haben. Ja, aber jetzt geschafft. Tja, sonst Zukunft. Wie sehen wir unsere Zukunft? Also wir sind jetzt mittlerweile 2,5 Jahre im Van und genießen auch jeden Tag und finden es auch super toll. Ich glaube, irgendwann, zumindest mit vielen, mit denen man sich auch austauscht oder bei uns, irgendwann ist man auch ein bisschen reisemüde. Irgendwann möchte man einfach vielleicht auch irgendwo ankommen und nicht immer auf Reisen sein. Weil es ist ja auch manchmal schwierig zu arbeiten, zu reisen, zu fahren, mal einfach mal so ein bisschen mehr ankommen. Nach 2,5 Jahren auch in einem kleinen Raum zu leben. Ich glaube, irgendwann wächst man darüber hinaus und man möchte einfach auch ein bisschen mehr Platz haben. Und irgendwann, was ich auch zum Beispiel schade finde, ist, wir sind halt an so vielen super schönen Orten, aber irgendwann ist es halt einfach auch normal. Ich weiß noch, wie früher, wenn ich in Urlaub gefahren bin und dann das Meer gesehen habe, war das irgendwie auch ein bisschen ein anderes Gefühl, weil man das halt nicht so oft hatte, aber man gewöhnt sich halt an die schönen Sachen und dieser Wow-Effekt ist manchmal nicht mehr so ganz da. Der ist, also nicht jetzt an diesem Platz, wo wir heute gestern runtergefahren sind, war schon der Wow-Effekt da auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt einfach auch ein bisschen normal, aber ist ja jetzt auch jetzt nicht schlimm und das ist jetzt nicht der Grund, warum wir jetzt kein Vanlife mehr machen würden, aber ich glaube, irgendwann wächst man vielleicht drüber hinaus oder es gibt immer Veränderungen im Leben, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch. Also Veränderung ist ja auch was Schönes und was mir persönlich auch fehlt, ist manchmal die Arbeit mit anderen Menschen. Also ich bin sehr gerne unter Menschen, bin aber auch sehr gerne für mich, habe so gerne meinen Rückzugsort und habe das eigentlich früher immer sehr gerne im Café gemocht, so 9 Stunden Rambazamba und man hat Späßchen gemacht, man hat wirklich was geschafft. Und danach ist man nach Hause gegangen und wir haben schön zu Abend gegessen und sind spazieren gegangen und haben Sport gemacht oder haben halt unsere Freizeit genossen. Und hier, wenn wir als Content Creator, zumindest so wie wir das gerade machen, arbeiten, fehlt das manchmal so mit anderen zusammen irgendwas zu machen und an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Und das fehlt, das wünsche ich mir in irgendeiner Form, dass das in Zukunft kommt, auch wenn man zum Beispiel mit anderen Content kreiert. Wenn man zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, jemand plant eine Bergbesteigung und möchte dafür einen Kameramann oder 2 Kameramänner, Kamerafrauen dabei haben, dann finde ich das ziemlich cool. Ich könnte mir auch vorstellen, für jemand anderen zu filmen, weil dann würde ich nicht im Mittelpunkt stehen, hätte auch mit jemand anderem was zu tun. Mhm. Und dazu kommt halt auch noch dazu, dass wir uns halt auf jeden Fall eine feste Base wünschen, von der man aus dann Reisen planen kann. Also nicht mehr ganz Vollzeit im Van, sondern vielleicht
will man ja auch irgendwann mal was Neues machen. Und dann ist es halt auf jeden Fall schön zu wissen, man ist jetzt einen Monat oder zwei Monate unterwegs oder auch drei, ich weiß es nicht. Und dann kommt man aber an diesen Ort und da ist die eigene Waschmaschine, da ist das eigene Wohnzimmer und man hat ein bisschen mehr Platz und sich auch, ja, kann auch mal die Kamera stehen lassen, weil ich muss auch immer die Kamera aufbauen, es muss hier alles aufgebaut werden und so weiter. Ja, und wer uns ja schon kennt, hat bestimmt schon das ein oder andere Video gesehen, dass wir eigentlich schon letztes Jahr im Sommer uns eine Base suchen wollten. Hat dann halt nicht geklappt, hat sich auch irgendwie nicht ganz richtig angefühlt, weil irgendwie ist es ja auch ein Schritt, wieder das ganze, diese ganze Freiheit aufzugeben, weil eine Wohnung zu haben, das sind ja wieder auch andere Sachen, an denen man sich bindet, wo man natürlich auch ein bisschen natürlich Angst hat und diesen Schritt auch sich gut überlegt. Und letztes Jahr hat sich das halt, oder beziehungsweise ja, dieses Jahr im Sommer noch nicht so ganz richtig angefühlt, wo wir gesagt haben, wir sind noch bereit, noch ein bisschen länger das zu machen. Also falls wir uns wiederholen, Leute, die uns jetzt schon kennen, ja, die wissen dann schon so ein bisschen was, das wollte ich nochmal mit reinbringen, dass dieser Traum von der Wohnung immer noch da ist. Aber dass wir uns trotzdem freuen, noch jetzt erstmal hier im Van zu sein, aber dass schon trotzdem wir uns ja diesen Schritt nähern, halt doch irgendwann diese feste Base zu haben. So, ich muss mal David jetzt aus dem Van reißen und wir gehen nochmal spazieren, bevor es anfängt zu regnen. Sonst würde er den ganzen Tag da drin sitzen und es gar nichts mitbekommen. Und jetzt mal ein bisschen frische Luft schnappen, gell? Tut auch mal gut. Ja, korrekt. Ja, richtig krass. Wir müssen jetzt doch den Platz hier verlassen. Wir dachten eigentlich, wir können hier noch den ganzen Tag bleiben. Aber es fängt leider zu stürmen an. Es gibt eine Regenwarnung. Und man sieht es da vorne, ist die Straße schon weggespült worden von vorherigen Regenfällen. Es standen auch ein paar Freunde hier von uns vor ein paar Wochen. Und da gab es so ein heftiges Unwetter, dass die ganze Straße weggespült worden ist. Und es hat, glaube ich, ein oder zwei Tage gedauert, bis die dann weggekommen sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest müssen wir morgen hier auf jeden Fall weg. Wir haben nämlich einen Tierarzttermin und wollen auch dann langsam Richtung Fährhafen fahren, um dann die Fähre zu nehmen, Richtung Kreta. Deswegen müssen wir jetzt die Arbeit einstellen und fahren. Sonst stecken wir hier fest. Ja, und Essen haben wir auch nicht mehr so viel, hier lange festzustecken. Also, würde ich mal sagen, fahren wir los, oder? Fahren wir los. Ja. Yeah. Ich fahre barfuß. Oder in Socken. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Sponsor des heutigen Videos, Soundcore bei Anker. Wenn ihr eine gute Verarbeitungsqualität wollt, einen satten Sound, eine gute Musikqualität und Geräuschunterdrückung, dann kommt ihr um diese Kopfhörer schwer herum. Vergesst nicht, in der Videobox nachzuschauen für weitere Infos und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare oder überlegt euch mal, was hattet ihr für Vorurteile über Influencern? Konnten wir irgendwelche Vorurteile zumindest auf unserer Seite widerlegen oder konnten wir neue Vorurteile vielleicht erschaffen, alte Vorurteile bestärken? Wir sind mega gespannt auf eure Kommentare. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und falls ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt die Glocke und ihr wisst ja, was alles zu tun ist. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Sun don't shine. Give me your strength and show me your